Und willkommen zurück bei Fantasy 8 Steam Edition. Wir haben zuletzt unseren Odin hier geholt, in diesem Türmchen. Und nun will ich doch, auch wenn ich gemeint habe, wir könnten mal nach Windhill, hier, ne? Ich will doch erstmal dieses Schumidorf. Das könnte durchaus interessant sein. Ich weiß ja nie, was man da findet. Also fahre ich jetzt mal mit dem Garten hier wieder rum, dann dahinter und dann hier an den Strand. Dann sehen wir uns dann gleich wieder. Die Fahrt ist einfach zu öde, denke ich mal, ne? Das will ja keiner auf Dauer sehen, wie langsam wir vorantuckeln. Ne. So, hier sind wir schon mal oben im Norden. Da ist nur ein kleiner Wald. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Frage ist wie. Und ob das jetzt gerade überhaupt geht. Müsste schon. Da ist Strand. Gut. Und da ist das Shumi Village. Toll. Lass mal hier speichern. Wir sind übrigens auf Trabia Winter Island. Interessantes Gebäude. Was haben wir hier? Welcome to Shumi Village. We wish to village. Take the front elevator to the bottom level. Na, hier sind selten Zauber an diesem Drawpunkt. Da muss man für bezahlen. Ah ja. Wir haben Draw noch drin, ne? Das ist nämlich entscheidend jetzt gerade. Wer den höchsten Magic Wert? Rinoa. Also wird Rinoa an dem Punkt ziehen. Ja, 5000 Gil ist teuer, aber es lohnt sich. Go right ahead. Ultima gibt's nämlich hier. Das ist die Trinoa. Bitte, bitte viel. 13 Stück, yeah. Der füllt sich auch immer wieder neu auf, so viel ich weiß. Wenn ihr also genug Geld habt, könnt ihr euch hier ein Ultima totziehen, wenn man so will. Also im übertragenen Sinne. Jetzt fahren wir hier mit dem Aufzug erstmal runter ins Schumidorf. Ja, hier, ich bin specially permitted hier. Elevator will reach the village entrance shortly. Gut. Dann gehe ich doch mal durch diese Tür. Ach, wie hübsch. Erstmal aber. Die Ultima-Zauber gibt's. Bitte zu Steve rüber. Ich will bei ihm am Ende Ultima auf Stärke gekoppelt haben. Das haut irre rein. Oh ja. Hello and welcome. Specialist is surprised to let you in. Usually only merchants are permitted to come into our village. This is our negotiation table. This is where we exchange minerals with outside traders. Man sucht nach Mineralien. So. Man baut nicht umsonst ein Dorf 322 Meter unterhalb der Erde. Einfach so, aus Spaß. Ein bisschen war aber dabei. Hat er gerade gesagt. Ein bisschen Spaß war dabei. Ja, die Musik kenne ich. Das Hotel hier, okay. Ich schaue mich erstmal nur ein bisschen um, wenn es recht ist. Hä? Eine Musikbox. Ist das süß. Und das Klavierstück haben natürlich alle erkannt, ne? Was da eben lief. Ja, Mofeind ist drin, das ist gut. Kommen wir da rein? Nö. Das hat ja so ein bisschen was vom Dorf der Schwarzmagier in FF9. An den Dropper komme ich auch nicht ran. Da ist noch ein Speicherpunkt. Ist das nötig? Zwei Räume voneinander entfernt?
Froschini. Lass das mal hier reingehen. Was haben wir da? Was gibt's dort? Eine alte Timbermaniacs zum Beispiel. Und wer bist du? Ein Künstler. Mhm. Naja, die haben dieselbe Art von Seele. Nicht übel. Oh, das kommt doch bekannt vor. Das auch. Okay. Vielleicht wird uns dieser Typ noch nützlich sein. Who knows? Who knows? Who knows? Wer seid ihr hier alle? Oh, busy, busy, busy. Naja, wer ist es nicht? Den kennen wir doch auch. Das ist doch... Laguna. You know Master Laguna? Ja, irgendwie schon. Ja, vor einiger Zeit hat ein Mumie ihn vor dem Dorf gefunden, mit Blut bedeckt. Ah ja. Er fiel von der Klippe. Oh, wann ist das wohl passiert? Wir erinnern uns mal zurück an den Zentrenbereich, ne? Ah ja, gut. Wir sagen dem Ältesten was darüber, was wir wissen. Es könnte sich auszahlen. Ah ja, das ist eine Entwicklungsform der Shumis, ein Moomba. It's not even my final form. Das ist wie bei Pokémon. Ja, es sind keine Ungeheuer. Diese gelbbeschriebenen Worte sind sehr wichtig. Hätte man sich notieren sollen. Gut, was haben wir hier? Firaga. Nice. Steve? 7. Na. Please go see the elder. I will. Das ist ein ganz nettes Zeitquiz, was man hier machen kann. Lass mich jetzt den Moomba. Falsches Häuslein. Wir müssen hier rüber. Der Drawpunkt interessiert mich. Blizzaga. Yay. Renoir? 5. Es könnte schon mehr sein. Nur zwischenspeichern könnten wir ja schon mal. Warum denn nicht? Na, kann man überschreiben. Das passt schon. Na, ins Haus will ich rein. Ja, wir kennen Master Laguna. Nicht persönlich, aber... Ach, die habe ich vor 17 Jahren gefunden. Okay. Ja, auf dem Weg nach Esther, um ein Mädchen namens Elon zu retten, die von Esthers Soldaten entführt wurde. Okay. Esther ist halt da geblieben, bis die Wunden verheilt waren. Und hat versucht, einem Moomba beizubringen, wie man spricht. Naja. Muss bisschen keine Worte kennen, weil sie die wichtigen Sachen auch ohne Worte ausdrücken können. Aha. Das ist ja gut, aber nicht gut mit Worten.
His communication skills were horrible. Vor allem im Umgang mit Frauen. Das wissen wir ja. Und die bauen seine Statue, weil sie denken, das ist irgendwie speziell. Ja. Wow. Ein Geschenk? Wofür wir erst arbeiten müssen. Das ist kein Geschenk mehr, sondern eine Bezahlung. Und der Typ, der bei der Statue arbeitet, der soll uns dahin bringen. Zu der Aufgabe, die wir jetzt machen dürfen. Die ein bisschen langatmig ist, aber was soll's. Die Belohnung lohnt sich. Also, reden wir mal mit dem Burschen. Hi, ich bin's nochmal. Hallo. Sehr seltenes Item kriegen wir dann dafür. Mhm. Verschiedene Steine sollen wir suchen. Ah, nicht forget it, nein. Alright. Shadowstone, Windstone, Lifestone, Waterstone and Bluestone. Ah ja. Wir haben keine Ahnung von Steinen. Es gibt einen Spezialisten im Dorf, der uns helfen kann. Zuerst einen blauen. Und Firelager ist wieder aufgefüllt. Ist das toll. Ja. Können wir hier Fisch zu Fisch einfinden? Hä? This stone is blue. Ist es das schon? Er hat ihn schon. Also fehlen noch vier. Windstones. Wo gibt es Windsteine? Es sollte ein Ort sein, an dem es windig ist. Das ist im Haus garantiert nicht der Fall. Na. Ich vermute mal, dass irgendwo draußen. Ich muss trotzdem hier jede mögliche Ecke absuchen, wo sein könnte. Da vielleicht? Hm? There's a breeze coming from it. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob wir jetzt wirklich jeden Stein erstmal hier abgeben müssen und dann den nächsten suchen können, da gleich alle suchen können. Also gehe ich erstmal wieder zurück. Der Weg ist ja nicht zu weit. Das ist kein Ding. Alles okay. Noch drei Stück. Lifestone. Wo könnte ein Lebensstein sein? Beim Wasser vielleicht? Weil Wasser ist ja Leben und so, ne? Da lebt ja was drin. Da war der Windstein. Hm? Da oben? Ah, unter den Wurzeln. Ja, klar. Von den Wurzeln stammt alles Leben. Ohne Wurzeln könnte ein Baum nicht existieren. Das ist ja richtig philosophisch noch, ne? Ich finde es ein bisschen blöd, dass jetzt im Dorf selber keine Musik läuft. Liegt es am Mord oder war es immer schon so? Ich habe keine Ahnung. Okay, noch zwei Stück. Shadowstone. Ich
glaube, mich zu erinnern, dass wir die am Dorfeingang finden. In der Nähe vom Drawpunkt. Auf alle Fälle müssen die dort liegen, wo es dunkel ist. Der Logik nach, ne? Der hilft uns nicht. Fragen wir mal den Kollegen hier, ob der das weiß. So often found the shadows overlap. Okay. Ja, ich kann nicht hinten rum. Da kann ich reingehen. Okay, was haben wir da? Ach ja, das Hotel. Dann wollen wir doch nochmal hochfahren. Ach, warum kann das nicht beschleunigen? Der Aufzug ist langsam. Ich vermute mal, wir finden diesen Schattenstein draußen. Beim Tor irgendwo. Ich nehme es zumindest so an, dass es ist, wie es ist. Da, wo sich Schatten überlappen. Ich bin gespannt, wo wir den jetzt finden können. Da vielleicht? Ha? Ist er hier? Mehr Steine. Shadowstone, hey. Und Ultima ist nachgefüllt. Haben wir Geld? Wir haben genug Geld. Ja, ich will den Dropbox benutzen. Ich habe Geld dabei. Ja, Ultima Steve. Und wie viel? 12. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Magie Mineur. Dürfte heißen, wir haben 100 Mal an Drawpunkten was gezogen. Und das ist nachzuschauen, ist das Spiel verlassen. Dazu habe ich es echt nicht Lust. Auf alle Fälle eine Errungenschaft. Da liefern wir jetzt den Schattenstein ab. Und da fehlt ja nur noch einer. Geht doch schneller als gedacht, dieses Rätsel zu lösen. Wobei Rätsel, naja, es ist eine Mini-Zeitquest, wenn man so will. Mehr auch nicht. So, zurück zum Haus. Und der eine Drawpunkt da beim Ältesten war auch schon wieder aufgefüllt. Das ist gut. Gut. Wie viele Ultima haben wir jetzt eigentlich? Wow. Und jetzt schon ist Stärke auf 75 hochhaubar. Oh Gott. Ultima ist geil. Kommen wir gleich mal rein. Ich hoffe, wir kriegen beim Dorf verlassen nochmal so ein bisschen was rein. Ich habe einen Schattenstein. Wonderful. Splendid. Wasserstein braucht es noch. Ja, wenn wir jetzt bei Pokémon wären, wüsste ich, wo wir die kriegen. Einfach nach Prismania City. Wasserstein. Genau hier. Beim Wasser. Wie unerwartet, ne? Unser Wasserstein. Ganz einfach. Wonderful. Hey Dude, ich hab den Stein. Oh, das ist er nicht. Verdammt. Man wird hier nur reingelegt. Also müssen wir wohl nochmal diesen einen Typen da beim Verhandlungstisch fragen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wenn der Wasserstein einfach dort sein würde, wo Wasser ist. Ne? Es ist eigentlich offensichtlich, dass er dort sein muss. 3 Blizzager. Lächerlich. Total lächerlich.
Ist das noch irgendwo Wasser? Ich glaube nicht, ne? Hilf mir mal. Ne, es ist nicht everything alright. Ha. Im Hotel? Glaube ich eigentlich nicht. Hier ist nämlich nirgendwo Wasser zu sehen. Oh, vielleicht. Nee. Hm? Doch eben irgend so ein. Hm. Was war das? Hier ist das nicht. Seltsam. Wo ist der Wasserstein? Hm. Ich gehe nochmal nach hinten. Denn wir haben ja im Eingangsbereich nur den Schattenstein gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Wasserstein darum liegt. Beim Ältesten eventuell. Da ist auch einfach Wasser. Rinoa, du stehst im Weg. Ja. Der sagt mir überhaupt nichts. Beim Aquarium ist nichts zu finden. Das ist schade. Aber es hätte ja sein können, dass da was liegt. Schauen wir noch mal am Wasser. Hm. Scheinbar nicht, ja? Ja, dann kann der nur draußen sein. Hier habe ich noch nicht nachgesehen. Ob ich doch hier ist. Irgendwo. Hä? Ein Stein, der zum Waschen benutzt wird. Ah ja. Okay. Das könnte er sein, ne? Wenn wir schon so danach fragen. Wir haben was für dich. Wo bist du jetzt wieder hingelaufen? Bitte. Ich habe nicht nach hinten gedrückt. Falraga ist auch wieder aufgefüllt. Chrysis hat ein paar davon ziehen können. Ist gut. Ja, endlich. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir zum Ältesten. Den Stein braucht er gar nicht, stimmt's? Ja, eigentlich nicht, ne. Die werden keinen einzigen Stein brauchen. Wann sind die berechnend? Ja, den blauen Stein da links kann wirklich keiner übersehen. Ja, we are appreciating your village. Good for you. Gut. Dann lass uns mal zum Ältesten gehen und die Belohnung abholen. Dann hat sie uns ja versprochen. Und versprochen ist versprochen. Und wird auch nicht, ja, ihr wisst's. Wird auch nicht gebrochen. Hey, Blizzard ist auch schon wieder voll. Hier kannst du ein paar Sekunden vorbeilaufen. Ach, wenn es bloß mit Zauber wäre. Tür ziehen.
For your services gives me a great pleasure to present you this. Da ist nichts. Was bekommen wir denn jetzt? Wow, die Ehre, sie der Hand ziehen zu dürfen. Wow, just wow. Was? Ein Souvenir gibt es noch, ja. Mag peinlich zu sein nach dem tollen Geschenk, was wir schon bekommen haben, aber das ist das, weswegen wir herkamen. Phoenix Pinion. Ach, das brauche ich nicht nochmal zu erklären. Na gut. Wir haben einen Phönixflügel. Und der ist, wo? Da. When used in battle, Wenn wir den im Kampf benutzen, da wird A, einmal Phönix aufgerufen und B, ganz nah passieren, dass Phönix ab und zu, wenn wir alle K.O. sind, einfach mal auftaucht und uns da raushilft aus dieser Misere. Und das ist wunderbar. Gerade bei spezielleren, späteren Kämpfen könnte uns das ein großer Nutzen sein. Oh yeah. Ein verdammt großer Nutzen könnte es sein. Bling. So, wenn wir das Glück haben und der Dropper nochmal geladen ist, mit Ultima kann ich da noch mehr ziehen. Mache ich gerne. Er ist nicht nachgefüllt. Verdammt. Ja, können wir jetzt auch machen. Kreis laufen, ganz viel Geld einsammeln. Seht ihr? Es kommt auf die Schritte an, die man macht. Am besten mit dem Schokobo im Kreis. Also einfach immer so. Mache ich den Analogstick, also linken Analogstick, an der rechten Hand entlang. Mit dem Kreis drehen, das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, auf wie viele Schritte das ankommt, aber wir kriegen Geld. Schauen wir mal kurz. Was mag denn so eine Umdrehung sein an Schritten? Naja. Doof, dass die es nicht nachgefüllt hatten. Finde ich ziemlich gemein. So. Wie viel Ultima haben wir denn jetzt überhaupt noch drin? 32? Das ist schon ganz ordentlich. Für 15.000 Gil. Oh ja. So, unser nächstes Ziel ist dann bei Lammstadt. Da will ich doch ganz schnell hinfahren. Und wir sehen uns dann gleich bei Lammstadt. Willkommen hier. Wir könnten mal kurz schauen, was wir so an Schaden austeilen. Danke Ultima auf Stärkekopplung. Schau mal. Da will ich aber vorher Encounter Half raus und Stärke jetzt plus 20% rein. Feind geht auch erstmal weg. Magie plus 40. Ja, warum nicht? Und bei Christus. Ja, passt schon. Aber wir haben doch hier was einzustellen. Du darfst jetzt Element Attack Junction lernen. Shiva bitte Element Defense Junction.
Der Stärkebonus bei Reflex ist fast fertig. Du rennst Magic plus 40% weiter. Die Brothers sind auch hierbei. Encounter 9 bei Diablos ist auch fast zu weit. Danach nimmt er mal HP-Kopplung. Oder? Ja. Counter ist da. Okay, 20% ist dort. Schauen wir mal einmal rein, was der Schaden so ist. Vielleicht ziehen wir sogar ein selteneres Monster aus hier. Oh, Tatsache. Dieses Tierchen da rechts. Cure Zuna und du hast Sleep und Thunder. Na. Wir rauben mal von Mesmerize. Bitte nicht das Horn abbrechen. Mesmerize Blade gestohlen. Yeah! Muss ich von dir klauen? Nichts. Aber ihr seht, Ultima ist ein ganz schöner Unterschied bei der Stärke. Über 1000. Ist doch klasse. Und es ist ein Geld wert, wie man sieht. M-Stone Piece, 4 AP. Es gibt doch hier noch was anderes, denke ich mal, ne? Ein anderes, selteneres Monster als Mesmerize. Ja, genau das habe ich gesucht. Oh, so ein toller Zufall. Clown von Blue Dragon. Fury Fragment, yeah. Noch mehr? Ah, das ist nur Blindheit, finde ich ein bisschen blöd. Und sonst hast du nichts mehr. Ist auch gut. Ein paar Blinds zu klauen kann aber auch nicht schaden. Das Tier hat schon eine etwas höhere Defense, ist die anderen Dinger eben. Siehst du ja, wenn Steve hier gerade mal nur 800 Schaden machen kann, statt 1-2. Na, ist es tot. Man sollte vielleicht auch in der Gegend auch den Kartebefehl reinsetzen. Denn von dem Blue Dragon können wir eine Karte kriegen. Und 6 AP, wow. Viel gelernt gerade eben, was so viel heißt wie ja, dass das hier lernen, plus one bonus to magic at level up, klaro, da wird sich Renoir drüber freuen. Hier wird Tarn darf jetzt Auto-Potion. Niemals. Magic Junction. Und ja, was die neuen Abilities angeht, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Also bis dann bei Final Fantasy VIII Steam Edition.